gerechnet. Darauf könnt ihr euch verlassen. Eure Handlungen hier waren eine Schande. Ihr habt Himmelsrand bei jeder Gelegenheit verraten. Was? Nee, ich habe getan, was ich für richtig hielt. Ich wollte euch nur ein wenig zurechtstutzen. Das ist sicher ein großer Trost für die Familien eurer Kameraden, die bei der Befreiung des Landes gefallen sind, dass ihr soeben an das Kaiserreich zurückgegeben habt. Ich hab's bitte schön befreit, ja? Also, pst. Ulfric erzählt schon so lange Lügen über sich selbst, dass er sie inzwischen selbst glaubt. Legat, zu mir. Wir haben viel zu tun. Rifton aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand. Drachenblut. Ich hoffe, das war es wert. Ich nehme es an, gibt dass da wohl leider ein Problem. Ein schwerwiegenderes. Ich habe herausgefunden, wer der wahre Anführer der Graubärte ist. Ihr habt was entdeckt? Er ist in Wahrheit ein Drache, aber er hat mir trotzdem geholfen. Alles schön und gut. Aber wusstet ihr, dass er in grauer Vorzeit Alduins oberster Stellvertreter war? Und verantwortlich für schreckliche Gräueltaten? Es ist wahr, dass seine Verbrechen weit in der Vergangenheit liegen. Aber die Gerechtigkeit zählt keine Jahre. Die Klingen jagen ihn seit Jahrhunderten. Aber er wurde von den Graubärten und dann von den Kaisern beschützt. Um der Gerechtigkeit willen muss er für sein Verbrechen mit dem Leben bezahlen. Bis das geschehen ist, verhindert mein Schwur als Klinge leider, dass ich euch Hilfe anbiete. Dumm? Wie können wir einen Drachen zu Drachenfest locken? Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Wie soll uns das helfen? Versteht ihr denn nicht? Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? Er wird dazu nicht gezwungen, aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Wie lautet der Name des Drachen? Oh, in der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren bin ich kein Meister der Stimme. Aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Od-Avin. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando, dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Bei Talos, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich hoffe doch, dass ihr dieses kleine Detail nicht übersehen habt. Ich glaube, hierbei kann ich euch behilflich sein. Braucht ihr etwas? Wie können wir einen Drachen zu Drachenfest locken? Schreit vom Hof der Drachenfeste aus nach Odawing. Was danach passiert, liegt an euch. Gerechtigkeit kann hart sein, aber es ist immer noch Gerechtigkeit. Parthenax hat den Tod verdient. Warum soll er sterben? Parthenax war der Drahtzieher hinter zahlreichen Gräueltaten während des Drachenkriegs. Sie waren so grausam, dass man sich auch nach all der Zeit noch an sie erinnert. Es ist wahr, dass er sich gegen Alduin gewandt und dabei geholfen hat, den Drachenkult zu vernichten. Aber das es ist egal, ob er es wirklich bereut hat oder ob er nur seine eigene Haut retten wollte. Um der Gerechtigkeit willen muss er mit seinem Leben bezahlen.
War das alles, hm? Okay. Gut. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück nach Weißlauf. Und dort dann sagen, hier macht man alles klar und dann können wir den Drachen rufen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Braucht ihr etwas? So, ich muss... Ja. In die Drachenfeste. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Oder wie genau das klappt, ehrlich gesagt. Vor allem, warum muss ich den Drachen eigentlich fangen und nicht einfach nur töten? Grauberte haben einen Waffenstillstand zwischen den Sturmmänteln und den kaiserlichen Truppen vereinbart. Aber wie lange der wohl halten wird? Ja, wahrscheinlich bis ich sag nö. Wo muss ich denn hin? Es lebe das Drachenblut. So. Ich jetzt hier rein oder was? Oh nee, wahrscheinlich hat er draußen gestanden, verdammt. Habt ihr die Initiative? Was aber auch. Da ist er doch. Wenn ich nach Weißlauf zurückkehre, werde ich meine Männer anweisen, beim Einfangen dieses Drachens zu helfen. Ja, du bist in Weißlauf. Mann, Mann, Mann. Schneller. Wenn ich nach Weißlauf zurückkehre, werde ich meine Männer anweisen, beim Einfangen dieses Drachens zu helfen. Jetzt kann ich noch ewig warten, bis der da hochgelatscht ist, oder was? So was aber auch. Wenn ich nach Weißlauf zurückkehre, werde ich meine Männer anweisen, komm doch, lauf. Ich glaube, ich warte einfach mal eine Stunde, dann müsste er ja oben angekommen sein, oder? Anscheinend. Die Wartefunktion ist auch ganz von Vorteil, muss ich sagen. Ohne die hätte ich, glaube ich, schon ewig in 3 Tage irgendwo abgammeln müssen. Ach ja. So. Da ist er doch auch. Wir sind bereit, Drachenblut. Gebt einfach das Kommando. Ja. Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Die großen Ketten sind geölt. Wir warten auf euer Kommando. Ich bin bereit. Fangen wir den Drachen. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Gut, wo muss ich jetzt hin? Speichern wir mal eben kurz ab. Kann ich ihm jetzt folgen, oder... Ah, hier oben rein. Vielleicht komme ich auf irgendwie auf so einen großen Hof oder so irgendwas. Ach, hier war ich doch schon mal. Wir sind bereit, wenn ihr seid. Ah, und das Ding wird wahrscheinlich benutzt, um einen Drachen zu fangen. Ja, Magie, Schrei. Muss ich das jetzt nutzen? Kurz speichern. Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder? Ja. Okay. Gefangen nehmen. Ah, da kommt er. Schön, dass er gerade gespawnt ist, wenn man das gesehen hat. Hallo. Ja, warum bist du auch hier oben?
Muss ich den jetzt angreifen, oder was? Dovahkiin, hier bin ich! Versucht nicht euch vor Ja, wenn ihr jetzt noch mal landen. Och, okay, landen würde, wäre ganz cool. Hallo, kommst du? Es bringt mir nicht so viel, wenn der da oben drauf sitzen bleibt. Versuch nicht, euch vor mir zu verstecken. Setz dich doch mal lieber zu mir. Hier unten auf dem Boden. Dann kann ich dich auch mal angreifen, Schätzelein. Diese feige Sau. Einfach so die ganze Zeit rumfliegen. Ja, wenn ich meinen Drachenschrei endlich mal nutzen könnte, wäre ganz cool. Boah. Hör doch mal auf, rumzufliegen, meine Güte. Oh. Endlich. Hä? Ich mach dem keinen Schaden. Wieso mache ich dem keinen Schaden? Ich werde siegen, wo Alduin versagt hat. Okay, ich kann ihm anscheinend überhaupt keinen Schaden machen. Ich muss ihn wohl komplett hier reinlocken. Aber wie muss ich jetzt hier auf drauf warten, dass die Zeit abgelaufen ist, wo ich diesen Zauber wieder einsetzen, den Schrei wieder einsetzen kann, oder was? Oh Mann. Und die zwei bücken sich da vorne einen zurecht. Hallo, Drache. Boah, dauert das lang mit diesem Schrei. Hallo. Zwischenzeit kann ich ja eigentlich meinen Bogen benutzen, ne? Warum dauert dieser Schrei denn so lang zum Regenerieren? Versucht nicht, euch vor mir zu verstecken! Ich kann aber ganz schön weit mit seinem Feuerspein. Och, das ist doch doof. Warum dauert das jetzt so scheiße lang? Sekunden. Oh, ich blut. Ja.
Sieht ja schon ganz lustig aus.